Die Frauen am Brunnen heute im November. Wir fangen an mit Check-ins. Ich hätte gern von der Annalisa was gehört, die habe ich schon so lange nicht mehr gesehen. Ja, bei mir hat sich in der Zwischenzeit sehr viel getan. Ich bin umgezogen von München nach Siegsdorf ins Chiemgau, in der Nähe von Traunstein. Und ich habe überrascht festgestellt nach schon sehr kurzer Zeit, dass ich mich wesentlich freier fühle, weil hier einfach weniger Energiefelder sich überlagern, glaube ich. Also es fühlt sich einfach luftiger an und ich kann mich selber besser spüren. Und habe tatsächlich, nachdem ich 40 Jahre insgesamt, glaube ich, in München verbracht habe, nach 2 Tagen hier gedacht, wieso habe ich das eigentlich nicht schon früher gemacht? Also sehr erstaunlich für mich. Weil bislang wollte ich nie aufs Land ziehen, aber es gefällt mir wirklich sehr gut. Auch, also ich lebe jetzt in einer Wohngemeinschaft, eine Dreier-WG, und habe auch gleichzeitig, bin ich gerade dabei, mich beruflich neu auszurichten, weg von der IT. Ich habe ja Softwareentwicklung gemacht, hauptsächlich für Versicherungsunternehmen. Und habe jetzt eine Ausbildung abgeschlossen zum Inner Wise Coach. Das geht eigentlich um Energiearbeit oder geistiges Heilen, könnte man auch sagen. Das macht auch total viel Spaß. Und natürlich bin ich gerade ganz am Anfang und habe noch ganz viel zu lernen. Aber ja, es ist einfach aufregend, abenteuerlich, das Leben gerade. Und der Rest, was da draußen in der Gesellschaft passiert, kriege ich ein bisschen am Rande mit, aber ich verfolge es nicht sehr intensiv, muss ich sagen. Genau, damit gebe ich weiter an Marie Rose. Ja, ich wohne schon sehr lange auf dem Land und kann mir gar nicht vorstellen, auch wirklich in so einem, in dem Gewusel einer Stadt zu leben. Das wäre mir zu viel. Ja. Ich war auch heute Mittag, ich habe eine richtig große Trauerweide und die wirft unglaublich viel Laub ab, ne? Und das habe ich heute zusammengefegt und dann anderswo, anderweitig im Garten verteilt, ja. Das sind Arbeiten, die mir auch Spaß machen und die meinem Körper auch gut tun, wenn ich da so ein bisschen, ja, mich so ein bisschen auspowere. Soweit, von daher geht es mir gut. Ja, die Geschehnisse in der Welt, dadurch, dass ich in Rente bin, sind sie für mich auch, kann ich auch klarkommen damit. Aber es interessiert mich total, wohin das uns hinführen kann. Und ich probiere, das bin ich schon viel mit meinem Inneren da drin. Wo soll das uns hinführen? Wo kann das uns hinführen? Was kann ich dazu beitragen aus meinem kleinen Leben heraus? Ja, das ist das, womit ich hauptsächlich da bin. Und freue mich eben auch über Kontakte. Habe ich viele, viele Gespräche, viel mit Menschen schon auch. Aber eben in Freundeskreisen, wo Interessen trotzdem ähnlich sind. Ich habe im Moment nicht die Herausforderung, ja, mit ganz anderen Menschen klarkommen zu müssen, mit Menschen, die ganz anders drauf sind und vielleicht auch ganz fixe Einstellungen haben. Ja, so bin ich da. Dann an dich, Birgitta. Ja, ich habe überlegt, ob ich heute kommen soll. Dann war mir leid, weil ich letztes Mal schon, ich glaube, ich war mehrmals schon nicht da, ich weiß nicht mehr genau. Und bei mir ist jetzt schon eine schwierige Zeit, weil vor 2 Tagen ist meine Mutter verstorben. Jetzt am Mittwoch, ganz in der Früh, hat sie zu atmen aufgehört. Und darum habe ich überlegt, ob ich in Stimmung bin. Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte jetzt was machen, wo ich rauskomme aus dem Telefonieren und das Ganze wieder und wieder erleben. Das geht jetzt eh noch eine Zeit lang dahin. Und jetzt habe ich gedacht, ich möchte heute Abend eine Stunde was anderes machen. Und bin natürlich traurig und bin gerädert und gleichzeitig aber auch wieder, ja, froh, einen Blick in die Welt hinaus zu tun. Und das seid in dem Fall ihr. Und
Ja, über meine Mutter kann ich erzählen, wenn es euch interessiert, aber es muss jetzt auch nicht sein. Ja. Und themenmäßig weiß ich jetzt gerade nicht. Ich habe heute einen Bekannten, wo wir was, über was anderes gesprochen haben, dann noch was erzählt über Covid. Das würde ich euch vielleicht auch erzählen, was ihr davon hält, wenn das ein Thema sein möge. Aber ich bin für andere Themen auch offen. Danke allen und danke Birgitta und herzliches Beileid. Es ist schwierig, so eine Situation. Du hast ja lange erzählt von deiner Mutter, dass es auch vorher schwierig war und sehr, sehr lange schwierig war. Und jetzt halt, ganz egal wie die Situation ist, aber eine Mutter oder einen Vater verlieren, ist schon was. Dann bist du sozusagen jetzt ein Waisenkind, ne? Du musst, wenn du sprechen willst, ja, genau. Ja, Waisenkind bin ich nicht, aber ich bin jetzt die nächste Generation, so ungefähr. Und das ist seltsam. Und ja, die Trauer kommt bei mir so, oder der Verlust, das kommt so in Schüben irgendwo, weil es ist so viel jetzt, natürlich alle Leute anrufen und dann organisieren und dann auch wieder, wenn ich dann plötzlich in die Wohnung von ihr reingehe und da stehen die Schuhe und alles herum und da sitzt niemand, dann, boah, dann fällt da alles runter. Gell? Und ja, und andererseits ist auch wieder eine Zeit von guten Gesprächen und irgendwie Zusammenrücken von der Familie. Und ich denke mal, ja, es waren schon, und es war eine lange Zeit. Also es waren jetzt 7 Jahre, wo ich wirklich immer viel Hilfestellung geleistet habe und die Pflege organisiert und geschaut, dass alles passt und immer halt auch wieder besuchen und Sachen mit ihr tun und alles regeln. Und sie war aber schon so dement am Schluss, dass ich selber gedacht habe, wenn ich das wäre, ich würde mir wünschen, ich falle auf den Kopf und bin tot, weil es einfach, wenn ich das wäre, ja. Und ich habe mir aber immer gedacht, ja, solange sie leben will, soll sie alles haben, was sie braucht und so. Aber zeitweise hat es mir einfach auch schon gereicht. Ja. Dieses ständige, ein Leben für wen leben, die das selber ja nicht mehr leben kann, irgendwie so. Weil der Geist war ja nicht mehr da. Sie hat voll gegessen und geschlafen und auch spazieren gegangen und sie hat irgendwas geredet. Das Reden war manchmal lustig, weil man völlig surreale Gespräche führen konnte mit ihr. Ja. Sie hat irgendwas gesagt, dann habe ich halt auf das reagiert. Dann hat sie wieder irgendwas anderes gesagt. Das war echt manchmal skurril, ja. Aber traurige natürlich. Und also die Mutter, die ich gehabt habe, die ist schon vor langer Zeit immer mehr entschwunden. Also das ist jetzt nicht im Augenblick. Im Augenblick ist der physische Mensch, ja, die Ausstrahlung, das ist alles weg. Aber die Mutter, die war, die ist schon länger nicht mehr. Ja. Und insofern ist der Prozess einfach ein sukzessiver Prozess, der halt jetzt kulminiert. Und ja. Da rückt der Tod ganz nahe. Aber es hat dann auch, ich konnte sie noch besuchen trotzdem. Sie hat dann Covid gehabt und dann war es eine Woche gut drauf und dann hat sie einen Rückfall gehabt und dann ist es rapide bergab gegangen. Und ich habe sie dann im Spital noch besucht. Also zuerst noch verabschieden und dann auch noch, wie sie schon gestorben war. Und das war eigentlich recht, ja, ganz traurig natürlich, aber auch ein kurzes Gespräch, wo ich einfach mit ihr, mit ihr vielleicht der seelischen Präsenz, auf jeden Fall der physischen Präsenz, nochmal Zwiesprache gehalten habe. Und das war, ja, an das erinnere ich mich gern, dass das möglich war. Ja. Sehr schön. Und heute hat man so eine Verabschiedung am Sarg mit Enkelkindern und ein bisschen Lieder. Die Enkelkinder haben so ein schönes meditatives Musikinstrument geschlagen, das hat ihnen Spaß gemacht. Und ja, das reißt dann, ich meine, das Leben geht einfach an seinen Gang, aber jetzt, ja, das ist ja die innere Umstülpung, die findet halt gerade statt. Ja. Was ich so ein bisschen herausgehört habe, was heute dann ein Thema sein könnte, wäre diese Veränderungen im Leben, weil das ist ja
für dich, Annalisa, Beruf und Wohnort und plötzlich was ganz was anderes. IT und Energiecoach ist ja wohl also himmelweiter Unterschied, würde ich mal so sehen. Ne, und Birgitta, die 7 Jahre, die du da dem gewidmet hast, dass du für deine Mutter da bist und jetzt ist es dann absehbar eben nicht mehr so. Musst du dich ja auch wieder irgendwie neu erfinden. Ne? Meine Situation hier, ach so, ich habe ja noch gar nichts dazu gesagt, das habe ich im Vorfeld gesagt, dass ich ja jetzt im Moment mit 4 Kindern und einem erwachsenen Kind und 2 Eltern zusammenlebe und dann eben auch noch die 2 Italiener. Und möglicherweise noch, also morgen kommt noch ein Deutscher, ob er da bleibt und vielleicht kommen noch andere. Aber es ist was ganz was Neues für mich, auch eine Veränderung, dass plötzlich die Kinder bei mir in der Wohnung rumspringen und ich das toll finde. Früher wollte ich immer meine Abgeschiedenheit und ja, alles so. Und plötzlich kommen die rein, ah, und dann das, und dann das, und dann das, aber auf so eine nette Art, ja, also gar nicht aufdringlich irgendwie. Und wenn sie merken, ich will nicht, dann gehen sie wieder und so. Und irgendwie finde ich das ganz schön. Und das ist für mich auch eine große Veränderung, plötzlich mit einem Haufen Leuten da irgendwie so zusammenzuleben, nicht? Natürlich nicht eng in dem Sinne, dass die in meiner Wohnung sind, aber du kennst ja Birgitta, wie es hier ist. Die sind dann, haben einen Wohnwagen mitgebracht, zum Teil im Wohnwagen, zum Teil oben in einem Apartment und so. Und man trifft sich halt, solange jetzt noch schönes Wetter ist draußen, machen wir gemeinsam Mittagessen. Und ja, irgendwie was anderes, aber bislang finde ich es sehr schön. Also Veränderung. Bei dir, Marie-Rose, hast du da was dabei für das Thema? Du bist stumm. Mir ist jetzt eingefallen, ich war die letzten 7 Jahre, hatte ich immer wieder gesundheitlich was, war ich wirklich damit beschäftigt. Und ich habe jetzt auch so ist mir dann bewusst geworden, das waren jetzt 7 Jahre und jetzt ist Schluss. Jetzt kommt was anderes. Und ich versuche mich in eine andere Richtung zu orientieren und versuche mal so, mich darin zu bestärken, dass ich jetzt alles gelernt habe, was ich in dem Bereich habe und dass ich jetzt, was alles im Umgang mit wirklicher Krankheit, mit Operationen, mit Krebs, mit Ärzten, mit aus dem Krankenhaus kommen und allein sein und niemanden brauchen und wirklich klarkommen, also dass das jetzt auch abgerundet ist. Ja. Dass ich im Moment fühle ich mich auch wieder gesundheitlich jetzt wieder doch im normalen, wirklich im normalen Bereich. Und das ist, ich will da einen Abschluss machen. Ja. In die Richtung mich orientieren und hoffen und ja. Dass jetzt wieder mal was anderes kommt, was schwerpunktmäßig dann in meinem Leben drin ist, ja. Das ist schön zu hören, Marie-Rose, weil ich habe es ja ein bisschen mitverfolgt, nicht? Diese ganzen Schwierigkeiten, Operationen und so weiter, die du hattest, dass das jetzt sich so ein bisschen aufgelöst hat. Und ich wünsche dir, dass das zu einem etwas besseren Ausrichtung kommst oder sehr viel besseren sogar als Krankheit und die Beschäftigung damit. Ne? Ja. Ja gut, dann lass uns darüber sprechen, über diesen Umbruchmoment im persönlichen Leben. Umbruch und Übergänge, wie kann man, wie können sich Übergänge gestalten? Bei mir war, ich habe heute gerade einem von meiner Cousine, dem Mann, habe ich auch länger geplaudert. Und dann habe ich ihm erzählt von dieser inneren Zwiespalt, wo ich natürlich gern für meine Mutter immer da sein wollte zu den Zeiten, wo sie es gebraucht hat und trotzdem schon danach gelächzt habe immer mal Zeit wieder für was nach außen gehen ist, für was Gesellschaftliches zu haben. Und dann diese Mischung aus Trauer und völliger Umbruch im Leben und gleichzeitig diese Freude, boah, jetzt gibt es dann, wenn das mit der Wohnung ausgeräumt ist und so weiter, wenn das gemacht ist, dann gibt es etwas mehr Zeit. Und ich habe ja schon
es war dann einfach die Mischung zwischen Erleichterung, dass sie jetzt nicht mehr leiden muss und dass ich Zeit habe, ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr als vorher. Und der Trauer, das ist so, das schwankt immer so hin und her. Einmal kommt das eine auf, dann kommt das andere wieder auf. Und das denke ich mir, das ist also eine Umbruchssituation. Man rutscht zum Teil ins Alte und hat da noch was zu bearbeiten. Und dann kommt man schon ins Neue und freut sich oder hat Ideen, wie es weitergehen könnte. Und ich habe ein paar Ideen, aber ob das jetzt dann stattfindet, das wird sich zeigen, je nachdem, wie die Leute, mit denen man es vorstellt, reagieren und so, oder ob sie was anderes entwickelt. Aber dieses Hin und Her, wie so eine Waage oder Schaukel oder so, das gehört irgendwie dazu. Ja, das finde ich einen guten Aspekt, ein bisschen immer wieder mal einen Fuß mit einem Fuß in dem Neuen drin und aber auch immer noch wieder mal mit einem Fuß in dem Alten drin sein, ja? Finde ich eine gute Metapher, also finde ich eine klare Metapher, wie es sich auch tatsächlich meistens gestaltet, die Übergänge. Ja, es ist vor allem, wenn man wirklich was komplett Neues anfängt, tauchen natürlich die Hindernisse auf oder die Themen auf, die einen bislang davon abgehalten haben. Und manchmal fühlt sich das noch ganz schön massiv an. Und dann wieder denke ich, naja, ich bin offensichtlich auf dem richtigen Weg. Also das wird sich schon lösen. Also dieses Aushalten oder was ich in den letzten 2 Tagen oft hatte, dieses eingespannt sein zwischen Ursachen aus der Vergangenheit und Ursachen aus der Zukunft. Also da, wo es mich hinzieht und da, wo ich herkomme. Und dazwischen fühlt es sich an wie die Engstelle in der Sanduhr. Ja? Aber die Ursache in der Zukunft, also da, wo ich hin will eigentlich, das hat eine ganz schöne Kraft. Und das lässt mich auch tatsächlich nicht strecken oder mehr in die Größe kommen. Und dann ist es schon okay, dass das momentan sich teilweise wie eine Sanduhr anfühlt. Und wo willst du ungefähr, was sind so Ziele, was die oder Vorstellungen oder was zieht die an oder was macht dich lang und groß und stark? Ja, das ich glaube, sowas wie Transformation ist meine Berufung. So könnte man es vielleicht auf einen Nenner bringen. Also ich habe schon sehr lange sehr viel mit mir gearbeitet und habe auch gemerkt, dass die Momente, wo ich andere Menschen dabei unterstützen kann, den nächsten Transformationsschritt zu machen, die fühlen sich für mich sehr bereichernd an. Egal mit welcher Methode das jetzt ist. Manchmal ist es auch einfach nur ein Zuhören oder ein Ermutigen oder vielleicht auch nur sogar ein Blick. Also das hatte ich auch schon, wenn jemand sich nicht traut, in einer großen Runde zu sprechen und man dann einen aufmunternden Blick hinschickt und der macht es und ist hinterher total stolz auf sich, dann denke ich, ja genau, da durfte ich einen Beitrag dazu leisten. Ja. Das freut mich dann immer. Und davon möchte ich gern mehr haben. Da kann ich dran anschließen, das ist mein Erleben mit diesen Kindern, ne? Dass ich da was weitergeben kann. Wir haben zum Beispiel, die singen viel, aber so Kirchenlieder und solche Sachen halt. Ne? Und aus dem Kindergarten haben wir auch der Liederbär, ganz viele Sachen zusammengesungen schon. Und vorgestern habe ich angefangen, ihnen mal Don Giovanni vorzuspielen. Und da haben die das echt geschafft. Vor allen Dingen die eine, aber auch die anderen, den ganzen ersten Akt, das sind 1,5 Stunden, saßen sie dann so und haben geguckt, ja. Und ich habe ihnen ein bisschen erzählt, was da so los ist auf der Bühne. Es waren englische Untertitel, die können sie, außer der Großen, die anderen können das wohl eher nicht so schnell lesen. Und fanden es irgendwie spannend. Und dann so ein bisschen mitgeträllert, weißt du, gerade wenn es so Koloraturen gibt und sowas. Und da dachte ich, ja, vielleicht ist das ja jetzt was. Ne? Gestern haben wir noch das zu Ende geguckt, wo dann der Kommandatore dann, hallo, dass er dann so mit dieser tiefen Stimme singt und dann am Schluss gibt er ihm ja die Hand und dann verschwindet er im Feuer. Und ich höre euch nicht.
Schad. Warte mal. Wir hören dich. Ja. Und das fand ich irgendwie toll. Da habe ich gedacht, wenn ich vielleicht da jetzt, dadurch kommen sie in Bezug mit der klassischen Musik und vielleicht ja, kann sich was entwickeln, weil sie ja gern singen. Und gerade eine Mädchen hat eine ganz schöne Stimme, die ist erst 9 oder was. Aber vielleicht, ne, ich meine, ich kann nun Stimmen unterrichten und vielleicht so langsam kann ich ihnen da was beibringen. Und damit Italienisch und so. Also habe ich gedacht, das kann ich endlich was weitergeben von dem, was ich kann. Und es macht Spaß, wenn du dann auch so auf so Augen triffst. Ja? Dann ist die Große vorhin gekommen mit 14, dieser Stapel Vokalen. Hat sie gesagt, nur 14 konnte ich nicht, alle anderen konnte ich. Ja, ja, und ja, mir macht das totale Freude, wenn ich das Gefühl habe, ich bin nützlich für irgendwas. Ja? Statt immer nur für sich selber so hin zu dröseln sozusagen. Ich war auch im Garten, ich habe ja wie gesagt einen ganz, ganz tollen Gemüsegarten im Moment, weil das Wetter einem noch relativ warm war und es hat jetzt Gott sei Dank viel geregnet in den letzten 3 Wochen und das ist explodiert. Also solche Salatköpfe, ja, was ich also im Sommer nie hatte, weil wenn kein Wasser da ist, wächst ja auch nichts. Aber jetzt, also ich habe die viel zu dicht gepflanzt und jetzt tun die, also die bedrängen sich so gegenseitig. Das ist so eine so ein Überfluss, ja, von Salat. Also man kann die ganze Zeit nur Salat essen. Das sind alles so Sachen, die mir dann schon Freude bereiten, ja. Und dieser Übergang vom Alleinsein dann wieder mit vielen Leuten, ich habe öfter viele Gäste da, ja, so. Das kennst du ja auch, Birgitte, aber nach einer Woche sind sie wieder weg oder nach 2 Wochen. Aber jetzt sind die ja schon 2 Monate da und bleiben auch noch eine ganze Weile. Und ist gut. Es fühlt sich gut an. Da oben zum Geburtstag, ich habe Geburtstag mit der Kleinsten zusammen am 17. Oktober, da haben sie uns beiden einen Baum geschenkt und haben dann geschrieben, da ist der Baum von Heidi. Das habe ich jetzt hier im Bild gemalt, ne? Habe ich hier aufgehängt. Kannst du uns jetzt hören, Anna? Ja. Gut, gut, gut. Wir reden über Übergänge im Leben. Und ich habe gerade erzählt von den vielen Menschen, die jetzt hier bei mir leben und wie mir das Spaß macht, mit denen zusammen zu sein. Und ja, ihr könnt ja noch kurz sagen, wovon ihr geredet habt und dann lassen wir nochmal Anna einchecken und vielleicht ihren Senf dazugeben. Mhm. Gern. Ja, meine Änderung ist, weißt du ja schon, mein Umzug und auch Berufswechsel zum Innerweis-Coaching. Die Ausbildung habe ich gerade abgeschlossen. Und ja, mein Leben verändert sich gerade ganz grundlegend. Und meins hat sich ja grundlegend verändert, weil vor 2 Tagen meine Mutter gestorben ist und ich jetzt sehr überlegt habe, ob ich überhaupt komme. Aber ich wollte einfach ein bisschen einen Abstand zu dem, was jetzt sowieso diese Wochen da ist. Und der Umbruch ist eben einerseits, dass sich eine ganz wichtige Person aus meinem Leben verabschiedet hat und andererseits, dass ich so am Horizont wieder ein bisschen mehr Zeit sehe, mich irgendwo zu engagieren. Und mein Wunsch wäre, sowas wie Dialogarbeit, die aber auch gleichzeitig eine Dimension von, dass man was tut, was sinnvoll ist, was in der jetzigen Zeit einfach gebraucht wird, ist so mal so eine Grundvorstellung. Ob es dann so wird, wird man sehen. Ja. Bei mir habe ich jetzt mal das Thema umrissen, dass ich die letzten 7 Jahre viel mit Krankheit zu tun hatte, mit Operationen und mit Krebs zu tun hatte und dass ich jetzt beschlossen habe, mich jetzt auszurichten, das ist jetzt mal abgerundet, ist jetzt mal fertig, jetzt kommt mal wieder was anderes. Darf, ja, das wäre so mein Übergang, den ich anstrebe. Danke. Jetzt zu dir, Anna. Ich wollte nur wissen, vorher, ich erzähle gern, Heidi, warum sind plötzlich bei dir viele Leute? Ich habe, also, ja. Die sind hauptsächlich aus Bayern und damit die Kinder diesem Schulzwang nicht ausgesetzt werden,
müssen mit Masken und Testen und Zeug. Und weil wir ja in Deutschland kein Homeschooling machen darf, weil man ja dann als Schulschwänzer gilt, deswegen sind die bei mir, um ihren Kindern das zu ersparen, sondern ein möglichst gutes und freies Aufwachsen ihnen garantieren und nicht diese ganzen Unterdrückungsdinger, die da so laufen im Moment. Okay. Das klingt voll interessant. Das kann man in Italien, ich meine, können die einfach ausreisen mit ihren Kindern und dann ist das so, oder wie? Die haben die abgemeldet von der Schule und sind gegangen. Okay, spannend. Mhm. Okay, also ich habe es aufgeteilt. Ich komme vom Contact-Tanzen und das ist ja also einfach für mich, da war ja wirklich ganz lange Zeit gar nichts durch Corona. Und jetzt merke ich einfach diese Stunde wenigstens von den Zweien, da wollte ich mir die eine wenigstens gönnen. Und es hat auch total gut getan, also einfach diese körperliche Nähe. Und das ist eine 2G-Regelung, also es sind nur die Hälfte der Leute da. Und wir sind ja, also ich bin ja auch geimpft, weil ich war, bin in einem Tanzprojekt und auch Seniors in School. Also ich bin ja in der Schule. Genau, und ich habe jetzt auf der Hin- und auf der Rückfahrt das Video, extra das Audio von euch angehört, vom letzten Mal. Genau, und habe mir jetzt irgendwie gerade gefreut, wo ich euch gesehen habe, zum einen Marie Rose, also habe mich wirklich gefreut, weil ich mir gedacht habe, oh, schade. Und die Annalisa jetzt auch, wir haben uns schon so lange nicht mehr gesehen, Birgitta und mein Heidi, klar, ich freue mich auch, dass ich dabei bin. Genau, und Übergangszeit, ja, also man, da hat sich nichts geändert an meinem Alleinsein. Das einzige Übergang, ich habe jetzt noch einmal beschlossen mit 69, dass ich noch einmal Aufschwung nehme und sage, ich gebe nicht auf mit meinem Human Design und gebraucht werden und habe nochmal Geld investiert und mache authentisches Marketing mit 28-Jährigen. Das sind Schüler vom Veit und der Veit hat noch gesagt, nehmt's nur, die jungen Leute sind nah dran. Und es ist beeindruckend, wie diese 28-Jährigen, wie cool die sind. Und ich habe mir schon gedacht, und wenn kein, also ich habe eine Frau und das macht mich total happy, dass ich eine 10 Jahre Jüngere jetzt 3 Monate lang begleite. Also das ist das Beste, was mir passieren konnte, wirklich. Statt einem Reading oder 2 oder 3 hintereinander mit Pausen dazwischen, ist das wirklich jede Woche einfach. Also mit am Lehrplan, 3 Monate ein Lehrplan einfach. Und ich habe schon so für mich gesagt, ich tät mich ja, mir täten ja 2 Leute reichen. Ich brauche nicht, was weiß ich, eine Riesenrunde, sondern 2 Menschen, die ich begleite und ich wäre happy. Aber ich weiß nicht, wie es weitergeht. Aber jetzt mache ich das bis Ende des Jahres und lerne auch dazu, Posting und LinkedIn und so. Genau, so geht es mir gerade und an meinem Alleinsein hat sich nichts geändert. Die Tanzaufführung hatten wir, also eine super Geschichte, wen es interessiert. Nur wen es interessiert, da würde ich einen Link schicken, weil es gibt ein paar Sachen, ein paar Aufnahmen davon. Also wirklich auf der Bühne, 17 Frauen und ein Mann mit dem Stück Genesis. Also es war schon was Besonderes. Genau, und jetzt in der Schule hat meine Partnerin, mit der wir uns jetzt zusammengerauft haben, also weil wir da immer nur im Team auftreten, die wollte sich nicht impfen lassen. Und Sis halt hat gesagt, also diese Seniors in School, es darf niemand rein in die Schulen, wer nicht geimpft ist und so. Und jetzt stehe ich da und denke mir, huch, was mache ich jetzt? Also das Thema Konflikt ist auch immer da. Und ich bin auch besser im Unterrichten als im selber Leben. Also wenn es um meine Konflikte geht, komme ich mir manchmal vor wie eine pure Anfängerin. So, genug geredet. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich, dass ich dich so energetisch höre und so fröhlich reinschaust. Da hat sich einiges verändert. Da ist schon ein Umbruch geschehen, kommt mir vor. Ja, das stimmt. Ich habe zum Beispiel beschlossen, also ich bin ja wirklich, wenn ich denke, wie lange haben wir jetzt Corona? Ich habe ja beschlossen, mit Humming, also ich war unglaublich diszipliniert, damit ich meine Angst bewältige.
Und dann habe ich auch beschlossen, ich mag diesen Verschwörungstheorien nicht mehr glauben. Das war wirklich ein Beschluss. Und habe auch therapeutisch, also lasse ich mir immer noch helfen. Und ja, also ich hoffe, dass ich wirklich mich stabiler geworden bin. Ja, stimmt. Danke fürs Wahrnehmen, fürs Zurückspiegeln. Hallo Monja, heute tröpfeln wir einer nach dem anderen hier zusammen. Aber du bist da, das ist doch gut. Ja, ich hab's. Ja, nein, red mal von was an. Ja. Wo seid ihr? Was tut sich? Du kannst gern einchecken und dann sehen wir weiter. Bei uns ist jetzt mit dem Corona und mit dem Lockdown und also ja, das ist etwas mühsam. Ansonsten, ja, wer ist eine Arme? Marius, hallo, alle. Hallo, alle zusammen. ja, also ich bin etwas neben mir, aber ich werde mich wieder sammeln. Entschuldigt, dass ich so spät komme. Wir werden dich in die Mitte ziehen irgendwie, sodass du von uns gestützt wieder zu dir kommst, okay? Ja, jetzt will ich eigentlich nicht doch nochmal alles wiederholen. Wir haben von persönlichen Übergängen gesprochen, aber ich finde, das Wichtigste ist jetzt heute vielleicht Birgitta, deren Mutter vor 2 Tagen gestorben ist. Und insofern wollte ich dir das nur sagen. Und das war auch ein Anlass, über die Übergänge im persönlichen Leben zu sprechen. Und das haben wir gerade festgestellt, Birgitta hat gerade festgestellt, habe ich übrigens auch festgestellt, weil Anna ist ja oft mal hier und ist so ein bisschen halb depressiv drauf. Und im Moment das blühende Leben und Energiebündel, würde ich mal sagen, nicht? Auch so wie du sprichst, das ist ganz, ganz inspirierend irgendwie. Ja. Ganz schön. Ich bin ganz, Monja, ich freue mich, dass ich dich auch sehe und nachträglich nochmal alles Gute für deine Zeit. Und ich finde es so inspirierend, dass da die Kinder zu dir kommen, Adelheid, dass die das schaffen, so eine Idee zu haben. Ich finde das eine total kreative Idee. Was man ja, gibt es da andere Leute, die auch sowas machen oder sind die da eher Einzelgänger? Ja, es gibt sehr viele Leute, die suchen und ich habe auch viel Kontakt gehabt mit Anna. Es gibt jede Menge Gruppen, die dann versuchen, entweder hier gemeinsam ein Haus zu kaufen oder irgend sowas. Aber bei uns war es halt auch, dass wir es eben wegen Kindern, also auch eine Schule versuchen einzurichten. Wir haben mittlerweile einen Verein gegründet, wo wir gerne Spenden annehmen, holistische Bildung und irgend sowas. Und die Idee ist dann, eben eine wirkliche Schule aufzubauen, auch mit anderen Kindern. Ne? Im Moment sind es halt die 4 Kinder. Und mal gucken, und dann auch, dass wir vielleicht noch andere Leute hier in der Nähe noch entweder Häuser kaufen oder mieten oder sowas. Ich bin mit ziemlich vielen Leuten im Moment in Kontakt. Und auch italienische Kindern, da ist halt das mit der Sprache ein bisschen noch schwierig. Aber die Kinder haben Kontakt mit einer anderen italienischen Familie. Und mal sehen, was sich daraus ergibt. Und natürlich dann auch, du weißt ja, von früher hatte ich ja auch immer Kurssysteme und sowas. Das gehört dann auch wieder da dazu, ne? Mal schauen, was sich da ergibt. Das ist jetzt so ziemlich ganz, ganz neu. Aber ja, doch, es ist schon eine Tendenz, weil es ist ziemlich viel, was den Kindern zugemutet wird im Moment, finde ich. Und wenn man eine Möglichkeit hat, Gott sei Dank hat der Mann eine Möglichkeit, online zu unterrichten. Der unterrichtet Deutsch und insofern sind sie wenigstens nicht. Die haben noch 2 andere Kinder, die sind in Deutschland geblieben, weil die in der Ausbildung sind. Die sind größer. Aber ja, ist der Versuch, ein menschenwürdiges Leben den Kindern zu bieten. Ja. Und ich finde es toll. Ich unterstütze das gerne. Ich fände es interessant, weil ich denke mal, ich habe heute mir kurz gedacht, oder da im Gespräch eben über Covid, wenn man jetzt Covid einmal von diesem ganzen Unsicherheit und Angstgeschehen und von diesen grauslichen Toten wegsieht und Covid so als Bild sieht,
dann ist das wirklich eine ganz wertvolle Krankheit, weil einerseits die paar Sachen, die mir eingefallen sind, da fallen euch vielleicht noch mehr dazu ein. Das war, Covid spiegelt uns so diese Grenzenlosigkeit. Wir haben eine völlige Grenzenlosigkeit, aber unsere Grenze sitzt jetzt da. Und das ist unsere Grenze. Jeder ist für jeden gefährlich, weil wir völlig entgrenzt sind. Ja? Das ist ein bildlicher Zugang. Der andere bildliche Zugang ist Small is Beautiful, wo man einfach sieht, diese Institutionen wie die Spitäler und die Schulen und so weiter und auch die Unis oder so, auf irgendeiner Ebene sind es ganz wichtig und auf der anderen Ebene läuft sie die Art, wie sie funktionieren, tot. Und von Small is Beautiful kann wieder neue Ideen und neue Kraft kommen. Und darum, also Covid und Leopold Kohr haben vielleicht was gemeinsam, obwohl das ganz ein schrecklicher Vergleich ist. Und was ja auch noch war, was eh schon länger im Gespräch ist, durch diese Lockdowns, diese Innerlichkeit, die einmal entstanden ist. Ich meine, jetzt hat man schon oft einmal ein bisschen genug davon, aber dieses, dass man in eine Innerlichkeit reinkommt, einfach rein durch diese Lockdowns, kann natürlich auch nach hinten losgehen und in Depression und in schreckliche Zustände, wenn man das Alleinsein irgendwie in der Situation, wo man ist, nicht verkraftet. Aber also das sind jetzt drei Sachen, die mir auch spontan einfallen. Mir würden noch ein paar einfallen, aber ich bin jetzt schon so müde jetzt, ich brauche auch nicht ewig reden. Aber ich denke mir, im Covid ist so ein Übergangspotenzial. Und wenn man irgendwas findet, so wie du mit deinen Schülern, oder dass man da einen positiven Ausweg findet oder ein positives Projekt, was aus dem raus wieder was Neues macht, dann begeistert mich das gerade. Ich bin absolut überzeugt, dass durch diese Situation die Möglichkeit ist, vieles zu verändern in Zukunft. Dass sich vieles totlaufen wird und dass es schon totgelaufen ist, aber sich immer noch irgendwie mühsam am Leben hält. Und dass wir da hoffentlich genug Energie und Kraft haben, da das System neu aufbauen. Kennt ihr Ricardo Leppe, was Unterricht betrifft? Und ich finde, das sind schöne Ansätze. Und sowas stelle ich mir vor, was jetzt also Kinder betrifft. Und wir Erwachsenen ja eben auch. Wir sind ja auch zu sehr in solchen Bahnen normalerweise. Also ich ja schon mal nicht, weil ich ja sonst immer draußen außerhalb der Gesellschaft im Grunde lebe. Und kein Fernsehen gucke und deswegen auch nicht in diese komische Angstspirale hineingeraten bin und auch ganz anders lebe als so Leute in der Stadt. Ne? Also du weißt ja, Birgitta, hier lebst du irgendwie, ja, die Leute sagen im Paradies. Als sie heute Nacht wiedergekommen sind, heute früh habe ich sie, die Eltern waren jetzt eben kurz da in Deutschland, sagt sie, oh, jetzt sind wir wieder im Paradies. Und dein Gemälde ist immer noch so schön, Birgitta. Das ist, viele Leute bewundern das. Echt? Ich habe mir schon gedacht, oh, hoffentlich sehen sie sich nicht total satt dran. Die Birgitta hat mal mit einer Gruppe, nämlich so eine ganz große Hauswand, die ist vielleicht 10 Meter hoch oder so, ne? Habt ihr bemalt. Und das ist immer noch sehr schön. Und das ist schon viele Jahre her, 7, 8 Jahre, oder? So. Und ist noch okay. Schaut es noch gut aus. Ja. Wunderbar. Ich habe zuerst gedacht, beim Paradies, wie du gesagt hast, da sind mir plötzlich die ganzen Hunde eingefallen, die da rundherum sind. So dieses Paradies, wo rundherum, wenn man kommt, dann trifft man immer irgendwelche Hunde. Die aufbuddeln. Ja. Monja, du schaust zu traurig. Ich überlege gerade, wollten wir heute noch einmal den Twist zwischen der Marie-Rose und der Martini? Aber Martini ist gar nicht da. Also sind wir da nicht weitergekommen. Das sind wir jetzt erst nicht weitergekommen. Das macht ja nur Sinn, wenn sie auch da ist. Ja.
Okay. Und die anderen waren nicht da. Insofern macht es auch super großen Sinn. Okay. Ein bisschen aufschieben. Ich freue mich jedenfalls, die Mari loszusehen. Ja, dass es nicht wahr gemacht hat. Ja, sehr schön. Ja, das, ich denke, in dieser Zeit, wo wir jetzt leben, das sind viele Sachen, die so einfach hochkommen und dann vielleicht ändern sie sich dann gleich wieder und dann kommt wieder was hoch und dann ändert sich es wieder. Und ich finde, da müssen wir einfach mit leben und das so beobachten. Ich mache viel Beobachtung, ne? was so abläuft und versuche mich nicht damit zu identifizieren. Oh, jetzt ist hier meine Katze und will was zu essen. Der Hund hat sicher wieder die Tür aufgemacht. Ja. Ja. Aber dennoch, Monja, sag doch mal ein bisschen was. Du sitzt so abgeklärt da in deinem Sessel so irgendwie. Nein, die Zeit ist also so hektisch und im Gegensatz dazu versuche ich immer ruhiger und ruhiger zu werden. Und es ist wirklich eine interessante Zeit und wenn, wie ich ja jetzt als neues Projekt, also diese Bardo-Zustände sehr genau betrachte, das heißt, wann immer ein Gedanke auftaucht, dass du ihn auch bemerkst, dass du ihn denkst. Und ich habe meist angewöhnt, die Gedanken, wo ich merke, dass sie mich hinunterziehen, da sage ich dann nein, danke. Und das ist halt jetzt in den letzten Tagen schon relativ häufig, obwohl wir ja dieses gerade noch vorbeigeschrammt haben, also erlaubt das Fest vorigen Samstag, dass so viel Freude und wo wir also wirklich Freunde von einem ganzen Leben dabei hatten und es waren so viele und so unterschiedliche und trotzdem sind alle gut miteinander ausgekommen. Da denke ich mir dann, ja, es ist ja ein gut gelebtes Leben gewesen. Also das heißt, ich denke manchmal jetzt über mein Leben schon in der Vergangenheit nach. Und das ist vielleicht für die meisten noch nicht wirklich interessant, aber also ich habe eben da einige wirklich gute Bücher zum Thema, die ich nicht wusste, dass es die gibt. Die sind alle aufgetaucht. Und darüber zu reden habe ich noch niemanden gefunden, außer meine 85-jährige Freundin, die haben wir vorgestern besucht, noch auch knapp vor der Möglichkeit. Und wie weit also deine körperliche Verfassung deine geistige oder psychische nicht beeinträchtigen soll. Also das ist auch so ein Thema, wo ich merke, dass es also nicht so einfach ist. Also das ist eine große Herausforderung. Andererseits weiß ich ja, dass ich den Körper zurücklassen werde und hoffe immer noch, dass irgendein Bewusstseinspunkt weitergeht. Ja. Also sagen wir so, die Übergänge sind mit 80 dann schon viel näher. Also da kannst du dich ihnen nur noch stellen, weil wegschauen ist dann sinnlos. Und ich bin froh, dass ich also doch soweit die Geisteskraft noch habe, mich mir das genau anzuschauen alles. Wie alt war deine Mutter, Birgitta? Ton? Meine Mutter war 85 und hatte schon mindestens 12 Jahre Parkinson und hat dann, also seit 7 Jahren habe ich ihr geholfen, da hat sie es nicht mehr geschafft und seit einem halben Jahr hat sie wirklich extrem geistig abgebaut. Und ich wollte gerade sagen, was das für ein Reichtum ist, allein, dass du geistig oder dass jemand geistig im Alter da ist es noch viel weniger schlimm, wenn der Fuß oder die Hüfte oder irgendein Krebs oder irgendwas, ja, wenn, solange man im, die Geist und Seele noch irgendwie, also das ist so ein Reichtum, denke ich mal, wenn ich sie gesehen habe, wie das, es war für sie, was wirklich bei ihr positiv war, ist, dass sie hat immer Stress gehabt, immer Organisationsstress, dass sie alle in
allen gerecht wird und alles organisiert und alles checkt. Und durch die Demenz hat sie diesen Stress endlich verloren. Da war sie dann gelassen. Das war wirklich ein positives Erlebnis. Aber ansonsten ist es natürlich schon ganz, ja, es war auch lieb. Ja, sie spielt mit den Knöpflein und sie spielt mit dem Essen und sie, man führt diese skurrilen Gespräche, die irgendwie von Worthülse zu Worthülse und nebenbei halt unterhalb schwelen ist, dann spürt man, der Mensch ist da und der Mensch braucht Aufmerksamkeit und Liebe und so, aber dieses Getrenntsein von Geist und Körper, das ist schon schwer zum Anschauen. Und insofern war das auch, dass ich persönlich Covid jetzt nicht so undankbar war. Es hat mir leid getan, natürlich, aber ich habe mir gedacht, wenn sie jetzt an dem Parkinson da sterben muss, und das geht ja ewig dahin, also das Parkinson und Demenz, wenn da nicht sonst was ist, dann siehst du halt ewig lang dahin. Und das ist auch ein Übergang, aber einer, den ich niemandem wünsche in der Weise. Das heißt, sie ist an Covid gestorben, oder? Habe ich das falsch verstanden? Ja, ja, sie war geimpft und hat eine leichte Verkühlung gehabt mit ein bisschen Husten und ein bisschen Schnupfen. Und dann war sie wieder freigetestet. Also sie war freigetestet, dann hat man erwarten müssen, bis ihre Pflegerin, die hat dann auch dieselbe Covid-Verkühlung gehabt, bis die freigetestet war. Also im Endeffekt waren es gute 2 Wochen in Quarantäne. Und dann war es eine Woche, wo wir wieder sie besucht haben und normal gelebt haben und so weiter mit ihr. Und nach der einen Woche, einfach eines Nachts, war die Lunge komplett verschleimt und sie hat keine Luft mehr gekriegt und wir haben die Rettung gebraucht. Und dann hat sie eben noch, es hat doch nur 4 Tage gedauert, wo sie eigentlich primär nur mehr mit Sauerstoff geatmet hat und sonst schon sehr, sehr weit weg war. Dann, ja. Also das war ein Covid-Rückfall und das haben sie mir gesagt, dass das bei Leuten mit viel Vorerkrankung öfters passiert. Mhm. Also die glauben, sie sind gesund und sind auch freigetestet und alle glauben, sie sind gesund. Und dann sitzt irgendwo meistens in der Lunge oder sonst in irgendeinem schwachen Körperteil was und schlägt dann heimtückisch nochmal zu. Aber in dem Fall ist es eben die Frage, ob es nicht auch viel dran, es war schwer für sie das Gehen, das haben wir schon sowohl meine Schwester als ich wahrgenommen und gleichzeitig halt diesen Leidensweg nicht mehr begleiten zu müssen, es ist Trauer und Erleichterung, es ist einfach beides. Ja. Ja. Das war bei meinen Eltern auch so. Ja, mich täten die Bücher interessieren, Monja, von denen du gesprochen hast, und das Pädagogische, das Konzept, was du Annalisa genickt hast. Und erstaunlicherweise, also sage ich jetzt einfach zu dem Thema über 80, also weil ja bei uns ist ja der Durchschnitt von unseren 17 Frauen ein Mann. Ich gehöre mit zu den Jungen, mit meinen 69. Also das Durchschnittsalter ist kurz vor 80. Und wir haben eine Frau dabei gehabt und da hat auch die Gruppe eben natürlich drüber gesprochen, die hat sich nichts mehr merken können, ob sie mit auf die Bühne darf. Wir haben das jetzt durch Covid und so ewig hinausgeschoben. Und sie war auch, also an der zweiten Aufführung war sie nicht mehr dabei, aber an der ersten. Die Gruppe hat natürlich auch gesagt, das gehört dazu, das ist Leben, das ist eben für so ein Senioren-Tanzprojekt ganz klar, dass eben sie mit dazugehört. Also ich finde es eben total wichtig, dieses zu erleben, dass da vor mir Menschen sind, die älter sind, älter werden und mir was vorleben. Gleichzeitig merke ich an mir, dass ich mir den Eben, Alexander Eben, mir gerade wieder anhöre oder auch zum Beispiel so kriege ich Vorträge übers Sterben von anthroposophischer Klinik oder so. Also an dem Thema bin ich dran, merke ich einfach so für mich. Und ich finde es als Bereicherung, dass man darüber sprechen kann. Danke. Ich stelle die Bücher in den Chat, soweit ich muss mir noch ein paar die Titel herholen. Weil es sind also wirklich sehr viele
Aber essentiell ist das von Andrew Horacek, Dreams of Light. Sie sind Englisch, die meisten, aber es wird vielleicht einige davon auch Deutsch geben. Also ich glaube nicht, dass sie alle nur Englisch vorhanden sind. Und ich habe auch wieder, was der Ken Wilber ja immer zitiert hat, also über Vedanta endlich zu lesen begonnen. Und das hat mich schon ziemlich gezaubert, weil ich habe gedacht, ja, also ich habe den Wilber eigentlich schon immer akzeptiert, aber vor dem Hintergrund von Vedanta liest es sich also dann wieder völlig anders. Und also vor der prinzipiellen Lehre von allem, also der Form und der Gedanken und der Rede. Ja, also das ist in der Theorie weiß ich das alles schon. Aber es in die Praxis umzusetzen, ist also wirklich ein Hammer. Und es ist wirklich eine Herausforderung. Und luzid träumen tue ich immer noch nicht, aber das, ja, das erschüttert mich nicht mehr. Die Träume sind etwas heller geworden und auch sehr detailreich, aber nicht luzide. So ist es halt. Ich gehe jetzt noch die restlichen Bücher holen her und dann schreibe ich sie euch alle noch in den Chat. Du, Monja, kannst du noch kurz sagen, was ist Vedanta? Ich habe das jetzt nicht parat. Vedanta ist die indische grundsätzliche Lehre, dass alles leer ist. Ah, okay. Und der Holecek hat das weitergeführt, also der nennt es eben the clear light. Also das klare Licht, das also dein innerstes Wesen ist, weil du bist ja letztlich Licht. Das halt nur sehr konsolidiert ist, jeder auf seine Weise. Und ja, also das in der Theorie zu akzeptieren, ist sicher ganz, ja, mental ist das locker zu machen. Aber es in der Praxis dann, also mir anzuschauen, also da bin ich jeden Tag hoch beschäftigt. So beschäftigt war ich überhaupt noch nicht. Ich hole noch die restlichen Titel. Anna, Alexander Eben, das ist doch der Doktor, der Nahtoderfahrung gemacht hat. Ja, und den, also da gibt es jetzt schon 3 Bücher von ihm und ich habe einen Vortrag, man kriegt ja auf YouTube doch einiges immer wieder angeboten und ich habe ja eigentlich mit Moody schon vor 30 oder keine Ahnung 40 Jahren angefangen und das Thema fasziniert mich immer. Auch weil ich immer die Sehnsucht hatte nach einer eigenen, natürlich Nahtoderfahrung, was ich natürlich auch mit meinen Substanzen, diese 10 Jahre, also damit ich eben diese Verbundenheit erlebe. Und ich immer, wenn ich mitkriege, da gibt es neue Informationen und ich finde es eben total wichtig, dieser Alexander Eben beschreibt, weil er halt ein Wissenschaftler ist und weil er sogar beschreibt, dass nachweislich bei ihm durch eine Infektion, also eine Escherichia coli, also dem sein Hirn hat es wirklich zerstört und er hatte diese Nahtoderfahrungen. Also ich kann einfach nur empfehlen, hört es mal wieder rein. Also ich fand es wieder sehr inspirierend, dass der seit 10 Jahren, seit dieser Erfahrung, er geht einfach mit dieser Message, mit dieser Mission durch die Welt. Ja. Und den Weinreich kennt ihr ja, oder? Also das Buch vom tibetischen Totenbuch, also in moderner Version, weil ich habe zum Beispiel eben mitgekriegt, dass es ist ja auch schon eine Freundin gestorben und dann haben wir sogar gemeinsam 3 Tage lang, natürlich keine 40 Tage lang, aber wir haben dann vorgelesen gemeinsam. Einfach mal probiert, wie das so ist. Ja. Dankeschön, Monia. Ja, dem Wolf Mirko Weinreich, ne? Sein Buch. Ja. Das habe ich auch bei meiner Mutter gelesen. Beim Marc habe ich es komischerweise vergessen, aber ich habe es dann bei der Uri gehalten, als ihr Mann Harald Kastner gestorben ist. Dann habe ich gleich damit angefangen, das zu lesen und habe es ihr dann auch gesagt, sie hat es auch vergessen. Also wenn man so unmittelbar dran ist, scheint man das zu vergessen. Ja? Und dann hat sie sich gefreut und hat es dann wohl die ganzen 4 Wochen oder 40 Tage oder was auch gemacht. Und ich finde es auch schon sehr schön. Ja. Ja, danke Monja für all die Namen der Bücher.
Staat, lauter Englische oder viele? Ich würde schauen, ob sie es einfach Deutsch macht. Also zum Beispiel der Schwarz, die Wirklichkeit verstehen, das ist Deutsch. Ja. Das ist, oder warte mal, was war das? Ja, das ist da. Ja, ich für mich macht es zum Glück keinen Unterschied und daher kann ich lieber sagen, ob ich was Englisch oder Deutsch lese. Nicht jeder Dolmetscher. Ja, manche Privilegien muss man nutzen. Ja, aber ich bin schon ganz gut geworden mit Englisch. Also ich mache die Pearl, die Annalisa, glaube ich, ist ja gar nicht mehr mit Richard Rudd dran. Also ich kann einfach nur empfehlen, wer Englisch, also wirklich, ich bin gerade dabei und was Richard Rudd wirklich anbietet, also als Perspektive, wohin die Menschheit geht, ist eine Riesenbereicherung im Vergleich jetzt zum klassischen Human Design. Wirklich, kann ich einfach immer wieder nur sagen. Und das ist halt alles Englisch, gell? Mhm. Ja. Hast du da irgendwelche einen Link oder Titel gesagt jetzt? Titel, aber kann ich euch gern. Also ihr kennt ja einfach die Gene Keys. Ja. Ja, ja. Mhm. Ich habe ein Buch von Richard Rudd gelesen, aber ich glaube, das ist deutsch gewesen. Ja, der goldene, also die zwei Bücher gibt es schon. Ja, ich bin nicht wirklich richtig da jetzt inspiriert gewesen davon. Ich habe das ja sogar übersetzt, aber das war aus dem Ego geboren, weil ich gedacht habe, na, wäre ich endlich gesehen. Und wie gesagt, ich habe ja auch nie behauptet, dass ich das besonders gut übersetzt habe. Ich war schwer depressiv. Und wenn ich jetzt die Runde, also jetzt heute kann ich wirklich sagen, ich habe ein anderes Verständnis gekriegt. Und er selber wächst ja auch. Also wirklich, also ich merke einfach, da hat sich was verändert in der Wahrnehmung und natürlich auch in der Verbreitung, aber in meinem Verständnis auch. Und er macht jetzt die Pearl, wo er früher gesagt hat, nein, zuerst die Aktivierung, dann die Venus-Sequenz, die Heilung und dann die Pearl. Aber die Pearl beschreibt er eben als eigentlich sozusagen die Grundaussage ist, Wir sind in einem Universum, das eben nicht entropisch ist, sondern sein Begriff ist Syntropie. Und da nimmt er dann als Bild den Torus und sagt letztendlich, du bist nur dann erfolgreich, wenn du dem Universum zurückgibst, wenn du keine offenen Loops hast. Also seine Grundaussage ist wirklich, es ist total verbunden miteinander, dieses, du musst dem Größeren dienen. Das ist seine Hauptaussage. Wie kann die, also im Prinzip sagt er, die Gralsfrage ist, weil da unterscheidet er in den Mythologien, also wo sonst immer die Erlösung ist, mit, dann lebten sie und wie auch immer. Und bei der Gralsfrage ist, dass der, wie heißt er? Mit dem Schwert oder wie heißt er, der Parsival, dass der fragt, Onkel, wie kann ich dir dienen, wie kann ich dir helfen? Also das ist die Gralsfrage und dass das eigentlich die Erlösung ist. Nicht, wie kann ich mich erlösen, wie finde ich, sondern wie kann ich am besten dienen, dem Größeren? Das ist auch eigentlich ähnlich wie das Bodhisattva-Gelübde, ne? Dass ja. Du deine Erleuchtung für das Wohl aller Lebewesen übernimmst. Ja, auf jeden Fall. Nur er sagt halt, und das ist das, was die Jinkies bedeuten, dass du mit dem, was deine Gaben sind, dem größeren Ganzen am besten dienen kannst. Das ist sehr viel spezifischer. Da dachte ich jetzt, dass wir haben jetzt so über Tod und so weiter geredet, Vorbereitung. Wollen wir nochmal zurück ins Leben kommen und zusammen mit dem, was du jetzt gesagt hast, wie können wir dem größeren Ganzen dienen? So, welche Idee haben wir persönlich? Was können wir machen? Oder was tun wir bereits schon? Ja. Und damit praktisch unser Checkout bestücken.
vielleicht davor noch, du hattest Anna noch gefragt nach dem Ricardo Leppe, so heißt er, von Beruf Zauberkünstler und bereitet den Schulstoff auf eine Weise auf, die total viel Spaß macht und super leicht ist und vor allem, also es bleibt schnell hängen, ja, also ja, zum Beispiel, er hat bei YouTube eine ganze Reihe Videos. Was mich total fasziniert hat, ist, wie man mit den Fingern zum Beispiel das Neuner einmal eins lernt. Das ist total einfach. Oder auch dann, wenn man die Finger beschriftet, beklebt sozusagen, dann kann man die anderen einmal eins von Sechser bis zum Achter einmal eins. Also das Neuner ist total schön. Ja? Man hält seine 10 Finger hoch und sagt, okay, ich will 3 mal 9 rechnen und dann klappt man den 3. Finger um und dann hat man auf der einen Seite 2 Finger und auf der anderen 7, also 27. Ja, könnt ihr ausprobieren, funktioniert immer. Wie heißt der? Ricardo Leppe. Leppe? Leppe. Ich schreibe es mal in den Chat. Danke. Okay. Ricardo Leppe. Also mir fällt noch was ein. Ich freue mich natürlich, wenn das, also habe mich zuerst über das Feedback gefreut, dass ich anscheinend eine andere Ausstrahlung habe. Also eine lebendigere. Und dass eben da Resonanz ist. Und ich merke eben, dass tatsächlich was passiert. Und im Prinzip ist die Grundaussage die vom Richard, also den größten Dienst, wie kann man persönlich den größten Dienst, dass es letztendlich darum geht, walk your talk, also dass du die Qualitäten, die halt bei dir speziell aktiviert sind, dass du da nicht auf gar nicht mehr so sehr auf den Schatten schaust, sondern welche Qualität erwachsen aus dem, was sind die Gaben, the gifts und die cities. Und sozusagen dann erfüllt sich deine Lebensaufgabe in deiner Umgebung ganz von alleine. Wenn du das sozusagen, wenn du das wirst, wenn du die Qualität lebst, also zum Beispiel bei mir ist es ja aus der Unzufriedenheit, ich habe den blöden Kanal, die Unzufriedenheit und Urteilen. Und wenn im Prinzip ist dann Integrität ist meine Gabe und Perfektion, also die nicht erreicht ist und gleichzeitig sowieso da ist, wäre das City. Also jetzt habe ich nur ein Beispiel genannt. Wenn du das auf das fokussierst, was deine im Prinzip die höchste Qualität ist, die du mitbringst und wenn du die entfaltest, das ist die Grundidee. Und ist das bei dir so jetzt? Erlebst du das? Ich merke, ich bin zum Beispiel, ich habe volles Mitgefühl gehabt mit dir, Marie-Ros, wo ich den jetzt angehört habe, die letzte Session, weil ich mir gedacht habe, ich bin gut im Unterrichten von der GfK, wirklich. Ich hatte erst letzten Samstag einen Kurs in der Volkshochschule halt mit 5 Teilnehmerinnen. Aber wenn ich selber betroffen bin und selber einfach so wie in Not und angespannt und einfach den Schmerz und fühle, da ist keine Verbindung. Also das da braucht, bin ich froh, wenn ich Unterstützung kriege. Ja, wenn ich selber betroffen bin. Fühle ich mich oft als wirklich, mach mir oft einen Vorwurf, was hast denn du eigentlich an GfK wirklich gelernt und lebst du es auch? Also das ist meine Herausforderung, da eben die Qualitäten dort zu leben, dieses Werden, was du eigentlich bist. Das ist groß gesagt, so ähnlich wie bei den Bardo-Zuständen oder wie die Monia vorhin gerade gesagt hat, leicht zu lesen und schwierig zu leben. Ton? Bestimmt, Birgitta. Sorry. Und auch den richtigen Zeitpunkt zu finden, wann welches Talent gut einsetzbar ist. Ja. Weil es gibt dann immer mehrere Talente und manchmal braucht es das und manchmal braucht es das andere. Aber ich bin gerade nicht ganz klar, welches Talent ich jetzt einsetzen möchte. Ich weiß, dass ich bin ganz ungeduldig, etwas einzusetzen, aber ich weiß selber noch gar nicht genau, was es ist. Das wird sich zeigen.
Ja, ich habe es vorher schon gesagt. Also ich habe schon mein Leben lang immer eine Transformation nach der anderen gemacht. Also es fühlt sich so an, wie jetzt lebe ich wie meine dritte Inkarnation gefühlt oder beginne gerade damit, mit meinem dritten Leben. Und ich würde gerne, oder es hat mich immer mit Freude erfüllt, wenn ich Menschen dabei unterstützen kann, den einen nächsten Transformationsschritt zu gehen, wenn sie das möchten. Also das kann man natürlich nicht forcieren. Das muss schon von demjenigen ausgehen, der das machen soll. Und tatsächlich, die eigene Transformation ist oft das Schwierigste. Da bleibt man dann stecken und denkt sich, oh, jetzt schmeiße ich aber hin und muss ich wieder am eigenen Schopf packen und sagen, nein, du schmeißt jetzt nicht hin, du machst den nächsten Schritt. Du kannst dir Zeit lassen, aber du machst den nächsten Schritt jetzt. Genau. Und es hat sich immer gelohnt. Also ich habe es noch nie bereut, durch irgendeinen dunklen Kanal durchgegangen zu sein. Doch einmal bin ich in einer Sackgasse gelandet, aber wie ihr seht, ich habe es überlebt. Ich bin immer noch da. Ja. Vielleicht gibt es nur einen Satz, also weil mir das schon beeindruckt, Monia, und ich bin ja umgeben eben von älteren Frauen, also wo ich mir denke, eben etwas vorleben, also ein gutes Alter vorleben. Also es gilt ja für alle. Wirklich etwas leben, wo andere inspiriert sind und sagen, und nicht dieses übliche Heidi-Ageismus oder was auch immer, was die Themen sind, also welche Urteile wir im Hinblick auf Alter haben. Ja, ich habe jetzt gegrübelt, so wegen der höchsten Qualitäten. Aber ich glaube, es ist einfach, es geht um die Selbst, mir geht es um die Selbstverständlichsten. Und ich habe jetzt da mit dem Günter Enzi kohärentes Atmen machen wir jeden Mittwoch. Und diese Woche, also vergangene Woche, diese Woche, ist mir plötzlich klar geworden, welche Vernetztheit wir haben, dass überhaupt das möglich ist. Also die Leute, die das Computerprogramm schreiben, die Leute, die die Geräte bauen, die Leute, die die Musik machen, die Leute, die die komponieren, die sie spielen. Alles nur damit wir da eben, also plötzlich, also für mich ist eine der essentiellen Qualitäten, Transzendenz zu erleben oder zu erfahren und dann auch zu kommunizieren. Und also der Günther hat gemeint, ja, das ist also sozusagen eine Geburtstags-Untenrechts-Erleuchtung. So, nein, es ist keine Erleuchtung, es ist einfach die Erkenntnis, dass die Dinge so sind. Und das passiert mir jetzt also laufend, wenn ich also eine Tasse Kaffee anschaue, auf einmal denke ich mir, ja, also dass die da in meiner Tasse ist, was da alles vorher an Vernetztheit notwendig ist, also die sie sehen, die sie pflegen, die sie ernten, die sie rösten, die sie und so weiter und so weiter. Und es sind so Selbstverständlichkeiten und die hinterfrage ich also jetzt laufend. Also es ist eigentlich nichts mehr wirklich selbstverständlich. Und das ist was Neues auch. Und ich nehme an, es ist also wieder ein, wie die Lisa gesagt hat, also ein neues Leben. Aber ich habe sehr bewusst eben die Zäsur gesetzt und heute ist Vollmond und es ist noch dazu eine leichte partielle Mondfinsternis gewesen. Und da soll man manche Sachen besonders gut loslassen können. Also ja, mal schauen, wie es morgen ausschaut, ob alles gut losgelassen worden ist. Was mich also eher noch auf mich selbst immer zurückgeworfen hat oder eben in meiner Abhängigkeit von anderen. Und das ist also jetzt, glaube ich, doch eine neue Phase auch. Und das ist erst, dazu musste ich so alt werden. Also so ist halt jeder. Wird so alt, dass er noch einige Sachen erledigen kann, hoffe ich. Ja, das war mein Checkout. Schön. Loslassen, aha, hat mit diesem Vollmond zu tun. Ich habe tatsächlich gestern Abend in meinem Keller
ein paar Sachen in die Papiere weggeschmissen, die ich, wo ich bisher nicht fertig gebracht habe, sie wegzuschmeißen. Und noch ein paar andere Sachen, den Mülleimer habe ich auch gefüllt mit alten Sachen, die ich schon lange loslassen wollte. Ja, dadurch, dass meine Mutter so alt ist, eben 97,5, bin ich auch immer so halbwegs mit dem Thema, ja, wann Übergang und auch, sie ist 30 Jahre älter als ich und auch so ein bisschen, oh Gott, also 30 Jahre noch will ich irgendwo nicht leben. Ich habe den Eindruck, dass ich schon in diesem Leben eben auch schon ganz viele Leben gelebt habe und auch schon eben in Krankheitszuständen die letzten Jahre auch immer wieder dann wieder gedacht habe, ja, es könnte auch, es wäre auch okay, wenn ich jetzt gehe. Und das ist, dafür bin ich dankbar, dass ich das, ja, wenn das, dass ich darin sein konnte, in dem. Ne? Und ansonsten so, das Nachspüren, was will meine Seele durch mich ins Leben bringen, was du jetzt, Anna, eben in den Worten von Richard Hatta ausgedrückt hast, aber dieses Nachspüren, was will meine Seele durch mich ins Leben bringen, das ist etwas, das mich schon sehr, sehr lange begleitet und das mich nicht stresst, sondern das mich beruhigt, das mich loslassen lässt von Forderungen, die ich ansonsten schon an mich hatte oder die durch die Gesellschaft an mich gekommen sind. Und das ist beruhigend so, als ob, ja, da ist jemand, der wacht über mich oder da ist etwas, das wacht über mich. Und das führt mich halt so, dass es, ja, ich kann mich darauf beziehen und dann wird alles gut unter, ja, unter GMA. Ja, soweit. Von Übergang. Ja. Ich finde es schwierig. Meine Mutter ist da ganz anders gelagert, habe ich den Eindruck, als ich. Was jetzt ein Ende dieses körperlichen Lebens, also ich erlebe da bei ihr sehr viel Zwiespalt. Sie will sterben und sie will aber auch noch leben, weil sie will ja auch noch 100 werden und solche Sachen. Und da bin ich auch dankbar, dass ich persönlich in meinem Körper diesen Zwiespalt nicht habe. Weil diese Anstrengung, die von ihr dadurch ausgeht, die macht es mir schwer, also im Kontakt mit ihr. Ja. Aber sie erlebt es wahrscheinlich anders, als ich es erlebe. Ne? Weil ich komme auch immer wieder, wenn ich unverhofft da komme, dann sitzt sie ganz zufrieden in ihrer Küche und mit ihren Büchern. Und ja. Und wenn wir dann ins Gespräch kommen, dann kommt sofort so ein Stress auf bei ihr. Ja, soweit zu mir, zu Übergängen. Und wo ich gerade da stehe damit. Danke. Ja, danke euch allen. Ich habe das Gefühl, dass wenn wir sind auch noch nicht mehr ganz jung, die meisten von uns, und wenn wir noch immer leben, dann hat es sicher einen Sinn, denke ich, dass wir wahrscheinlich noch irgendwas zu tun haben auf der Welt. Und da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir das vielleicht auch unbewusst, ja vielleicht schon immer gemacht haben. Und es sicherlich irgendwie gerade mit der größeren Bewusstheit weitermachen. Und mal sehen, was dabei rauskommt bei diesem Leben, nicht? Wo es uns hinführt. Ich finde es im Moment auch total spannend, weil Sicherheiten gibt es nicht mehr. Und wer weiß, es gibt sehr viele schöne Sachen. Und viele, die auch nicht so schön sind. Und es war ja wahrscheinlich immer so ein bisschen gewesen, ne? Dass es mal schöner und mal nicht so schön war. Aber ich habe so das Gefühl für mich persönlich, dass ich plötzlich wieder eine wichtige Aufgabe habe, die mir vorher irgendwie ein bisschen abhanden gekommen war. Und ja, und ich freue mich drüber.
Und ich freue mich, dass ihr nach wie vor da seid und wir miteinander sprechen können. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.